Willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Die erste Bonuswelt haben wir gelöst zu 100% im letzten Part. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Bonuswelt. Bonus 9. Ist quasi wieder die Wüste. Und da warten zwei extra Level quasi auf uns. Bin ich mal gespannt, die Wüste war schon ziemlich anspruchsvoll. Die baut halt auf diesen Leiter auf. Oh, das ist aber übersichtliches Level. Ich glaube, das geht. Oh, ich glaube, wir sind gleich schon tot. Ah, nee, der kann uns nicht umbringen. Okay. Da der uns hier blockiert, heißt es wahrscheinlich, dass wir mit Pauline anfangen müssen. Ja, die ist auch blockiert, aber wir können hier runterschleusen. Ist kein Ding, wir können ihn jetzt hier runterjagen. Das wird wahrscheinlich verlangt sein. So. Dann geht die Reise nicht los mit Pauline. Mhm. Die würde hier lang gehen, würde hier runterfallen. Ich würde es lieber so machen. Können wir nicht die Coine mitnehmen, dann würde sie hier runterplumpsen. So, und der Idiot kann nicht darunter geschleust werden. Hm. Kann sein, dass ich schon falsch liege jetzt hier. Ich könnte das hier entfernen. Wenn ich das so machen würde, könnte ich die Münze bekommen und sie würde halt wieder hochgehen, ne? Das funktioniert schon. Nee, die würde einfach hier weitergehen. Never mind. Ha, die rennt aber voll jetzt in den Puki hier rein, aber wir können uns hier schützen. Das Problem ist, wie sollen wir denn die Münzen kriegen? Versteht ihr? Das ist das Problem. Bleibt mir nichts anderes, ich muss es testen. Ja, geht nicht. Das war ein Fehler, der Puki darf da nicht runter. Kann ich denn hier mehr bewirken? Eigentlich nicht, oder? Was würde passieren, wenn ich das... Pass mal auf. Vielleicht können wir den da oben ziehen. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Ob der da wirklich hochgeht oder nicht. Er geht da hoch. Gut zu wissen. Dann können wir nicht mit Toad anfangen. Haha. Aber den hier werden wir nicht los. That's the problem. That's the problem, Freunde. Den werden wir nicht los. Aber wie siegen wir den denn dann? Nehmen wir auch keine Hämmer oder so. Fällt der hier runter? Nee, ne? Nee. Würde der diesen Aufzug nehmen? Ich denke nicht. Nein. Aber wir könnten hier was errichten. Das Problem ist, der würde uns dann da unten auch wieder blockieren. Wobei, Moment mal. Wenn wir hier rutschen, da runter rutschen, dann schalten wir den nur einen ihm aus, oder? Eigentlich schon. Insofern passt das. Was machen wir mit ihm? Den können wir da unten nicht so einfach abmurksen. Der wird uns da blockieren. Der wird uns richtig nerven. Moment, 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 Moment. Wie wär's hiermit? Nee. Warum auch immer der da nicht hochgeht. Ist mir ein Rätsel. Ein unerklärliches Phänomen. Wie wäre es, wenn wir mit Toad und so starten würden? Den ausnocken. Das kann ich mal probieren. Denn bleibt der da oben nicht erstmal. Der muss erstmal wieder runter. Ach, geht das. Mach mal hin hier. Und schwupps. So, und wenn der da oben ist, dann gucken wir mal, was sich hier machen lässt. Okay, los geht's. Die rutschen jetzt runter. Besiegen den. Müssen wir so machen. Ah, der kann besiegt werden. Natürlich kann er besiegt werden. Ach, das ist so rutschig. Wie soll das denn sonst gehen? Seriously. Wie kommt man an diese Münze? Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Wie kommt man an diese Münze? Es gibt keine einzige Möglichkeit, da dran zu kommen, oder? Wäre das rutschig genug? Das gilt es jetzt noch herauszufinden.
Sexbauteil, komm schon. Ist auch nicht rutschig genug. Ja, Freunde, ich muss mir mal Gedanken machen, so wie das nix. Ja, Freunde, ich glaube, die Idee ist, mit Pauline nach unten zu gehen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wir können uns hier runterfallen lassen, dann da hoch, dann guckt sie nicht in die richtige Richtung und dann können wir die Münze holen, Freunde. Und so behindert er uns auch nicht. Perfekt. Ich bin ein Genius. Oder vielleicht tue ich so. Das können wir schon mal erledigen. Können schon mal das erledigen, was wir schon mal erledigen können. Nämlich das hier. So. Dann gehen wir los. Also Pauline fällt hier runter, dann erschaffen wir hier den Weg. Sie geht hoch, bumm. Und in der Zwischenzeit können wir den hier runterschleusen. Ja, genau, das ist das, was wir machen werden. So. Schwupps. Und weg ist er. Den sehen wir nie wieder. Warum auch? Perfekt. Perfekt. Und jetzt geht's in eine falsche Richtung. Ist aber okay, sehe ich gerade. Ist okay. So. Dann geht's hier runter, dann geht's da lang. Da geht's aber erst lang, wenn wir genug Plattform haben. Zack. Zack. Okay. Dann können wir die alten Säcke auch schon mal losschicken. Machen hier den Weg nach oben. Das entfernen, machen hier den Weg nach oben. So, und dann brauchen wir hier nur die Rutsche. Rutschen wir den weg. Und dann ist er besiegt. Und dann sind alle am Ziel. Voll easy, wenn man mal mehr nachdenkt. Auf den ersten Blick war es ein bisschen verwirrend. Es war eine neue Mechanik, ein sehr schönes Level übrigens. So, und die Pukis da erstmal aus dem Weg räumt und sich da einen Weg bahnt. Dann musst du mit den Hindernissen, mit den Gegnern arbeiten. Das hat mir sehr gefallen. Eines der besten Level des Spiels, finde ich. Simpel und gut durchdacht. Ehrlich. BC, ein Schlüssellevel, wie es scheint. Ja, wer hat denn den Schlüssel? Mario, wie immer. Okay. Hier könnte ich hoch, dann würden die runterfallen. Das ist schon mal scheiße. Kein guter Anfang. Peach. Die von da kommt. Würde ich es als einsammeln, würden alle hochgehen, würden da alle runterfallen, würden das Trampolin benutzen, würden dann die Münze holen und könnten wahrscheinlich dann da hoch. Könnte ich das wegnehmen, würden sie da runterfallen. Brauchen sie aber auch gar nicht erst hoch. Würden dann hier die Mario-Münze nehmen. Würden hier runterfallen. Würden die Schose mitnehmen. Wie kommt man zum Ziel? Das wäre eine neue Mechanik. Wie kommt man zum Ziel? Das ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Weg dahin. Das ist bitter. Es gibt keinen einzigen Weg zum Ziel. Fields Batman. Können wir Pauline anfangen? Die könnte hier hoch. Bumm. Würde sich hier runterfallen lassen, würde das einsammeln, würde hier mit Peach dann diesen Weg gehen, den ich eben angesprochen habe. Den alle gehen würden. Aber wie kommt man zum Ziel, verdammt nochmal? Probier es mal einmal aus. Für die Tramoli sind absolut keine Ahnung, Freunde. Das Tramoli macht Sinn, ist klar. Da hoch, da hoch. Alles klärchen. Komm, dann können die hier auch hoch. Kann ich mir den Weg nicht gleich ersparen mit der anderen. So, los geht's. Zack. Zack, zack. Ach, die kommen da gar nicht hoch. Oh, man muss nach oben. Ach du Scheiße, man muss da hoch. Man muss da hoch. Warte mal. Das war, glaube ich, korrekt so.
probieren es nochmal so. Jetzt können wir auch hier die große Leiter bauen. Wir können jetzt den gleichen Atemzug hier ebenfalls so. Genau. Jetzt haben wir das. So weit, so gut. Das kann ich auch einfach entfernen. Dann fallen die ja sowieso hier auf den richtigen Weg oder nicht. Nee, fallen sie nicht. Okay. Jetzt brauchen wir sogar das Trampolin. Sehr interessant. Ich will schon die Münze haben. Ach, das geht nicht. Jetzt wird es einfach übersprungen. Ja, äußerst dubios. Muss ich jetzt wieder so umständlich machen. Geht ja nicht anders. Das ist aber sehr umständlich. Das geht auf jeden Fall schneller. Ich will ja erstmal nur gucken, ob der Lösungsweg an sich richtig ist. Aber der wird ja hier ausgesetzt, oder nicht? What the fuck? Funktioniert vorne und hinten nicht. Nee, da muss ich mir auch wieder mehr Gedanken machen. Alter, was sind das für Level? Das ist ein sehr schwerer Level vorher. Ich habe mich ein bisschen besser umgesehen, aber ich glaube nicht, dass ich hier jetzt besser dastehe oder so. An diese Münze ist es, glaube ich, sinnvoll, mit den Toad ranzukommen. Sprich, der kann tatsächlich hier, ja, das muss erstmal weg, hier hoch. Trampolin benutze, dann müsste der tatsächlich hier kommen und würde hier runterfahren und das automatisch einsammeln. Das heißt, ich muss mich um den Scheiß da nicht mehr drum kümmern, das ist ganz geil. Ja. Denkst du, wird's gemacht? Wie kommt man an diese Münze nach? Das müsste gehen. Die Mario-Münze? Ne, wir müssen mal gucken. Ich muss halt jetzt. Es ist halt noch kein fertiger Versuch oder so. Ich muss erstmal noch gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Das muss ich auch erstmal wegmachen. Die Peach läuft zuerst los, dann der Toad. Dann der Mario. So will ich es machen. So, der geht da hin, der sammelt das ein, die sammelt das ein. Passt. Okay. So, was mache ich jetzt mit dem Mario? Ja, ich glaube, das Trampolin hätte ich nicht haben dürfen, oder? Ach, hier muss eins hin. Hier muss ein Trampolin hin. Definitiv. Dann fällt. Ja, der Toad kommt da nicht weiter, das weiß ich auch. Fällt hier runter. Das Problem ist, das machen wir hier mit. Machen wir hier mit. Mit der scheiß Münze. So kriegt man sie, ne? Ja. Mario ist am Ziel, Peach am Ziel. Läuft. Weiß nur nicht, ob es sich rechtzeitig ausgeht. Also die Idee war gut. Ja, aber es geht sich aus! Holy shit, bin ich genial. Ja, diese Levels sind alle los, wenn man mehr überlegt. Doch, Freunde, das ist halt das Problem bei diesen Let's Plays. Wenn ich dieses Let's Play eher so, meh. Muss ich sagen, so ein Let's Player der schlechteren Kategorie von mir, weil. Was soll ich machen, Mann? Das ist blind. Ich kann das nicht mit euch. Ich kann ja nicht 20 Minuten mit euch an einem Level überlegen. Ich habe jetzt hier wirklich 12 Minuten überlegt. Kann ich ja nicht bringen. Ein Part, ein Level, das funktioniert nicht. Im Livestream vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, aber so funktioniert es nicht. Ist eher ein Livestream-Game eigentlich. Naja, whatever. B11. Ach guck, ist wieder die Geisterwelt. Ach, das ist ein Geschicklichkeitsparcours. Das hat nichts mit Rätsel zu tun, sehe ich schon. Geschicklichkeitsparcours, you say. Mhm. Die gehen. Oh Gott, das ist ja brutal. Ich habe keine Plattform. Ach so, doch, hier. Musst du erstmal finden, ne, du Idiot. Musst du erstmal finden. Habe ich nicht gesehen, Freunde. Tut mir leid. Das heißt, sie gehen los, schnappen sich den Shit. Auch nicht. Können natürlich auch erst hier runter. Das würde bedeuten, dass wir in eine Kanone gehen. Das würde bedeuten, dass wir in eine Röhre gehen. Aber wie kommen wir da an die Coins? Wie kommen wir an die Coins? An die Coins, 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 an die Coins. Das Level kann man voll leicht lösen. Hier zu machen.
Hier runterfallen lassen, hier zimmern, zack. Lol. Guckt es euch an. Ja, einfach mal nächstes Level lösen kann. Ah, nee. Dann bauen sie ja diese Flammen. Oder kann man die jetzt daran hindern? Oder schießen die durch? Nee. Das heißt, man muss wirklich erst alle Piranha-Pflanzen besiegen. Man kann das mit einem guten Timing schaffen, hier diese Coins. Ah, nee, kann man nicht, weil da sind dann die Pflanzen, die einen abknallen. Könnte man die stoppen, indem man das macht? Feuerwelle, ja, das weiß ich. Einmal kurz gucken. For Science. Ja, das ginge. Das heißt, ich würde hier runterfliegen, könnte diese Piranha-Pflanze ausschalten, würde in den nächsten Dings kommen. Ja, ich denke, das ist der, the way to go. Ah, dann komme ich nicht mehr an diese Münze. Nee, nee. Dann ist das doch richtig. Das ist das Richtige, also. Runterfallen. Kanone. Schießen. Dann Röhre oder hoch? Weil ich glaube, man kann hier auch so hochkommen, oder? Ja, definitiv. Zu deuten, dass man hier wieder runterrutscht, dann könnte man diese Kanone, könnte man die ausschalten. Aber was dann? Dann in die Röhre, würde ich sagen. In die Röhre, dann kommt man hier raus. Dann könnte ich das hier fertig machen. Könnte ich die abknallen. Könnte ich hier rüberlaufen. Zack, zack, zack. Könnte ich hier blockieren. Dann muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Ja doch, das ist eigentlich relativ easy, glaube ich. Ich probiere es mal. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das ist jetzt einer der wenigen Level, wo man nicht Mini-Mario hat. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist interessant, oder? Ich finde das interessant. Und Skabomski. Nochmal Pause, Alter. Zack. Reiner. Hier lieber Zimmer, man weiß ja nie. So, jetzt gehen wir hier in diese Kanone. Was? Oh, nächste kriegen wir die weg. Kriegt man nicht weg, ne? Das ist problematisch. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Tut mir leid, Freunde. Das ergibt keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid. Das Level ist unlösbar. Wenn man diese Piranhas hier nicht vernichten kann, aber man kann sie nicht vernichten, oder? Was würde passieren, wenn ich hier schräg schieße? Wir müssen die irgendwie loswerden. So funktioniert das nicht. So ist es wirklich unlösbar. Holy shit. Doch schwerer als gedacht. Ich habe wieder große Fresse, wie immer. Ich schräg schieße, würde ich hier abfallen. Ja, ja. Wir müssen das probieren, weil einen Lösungsweg sehe ich jetzt hier auf der Schnelle nicht. Wie soll ich die sonst so nicht... Was passiert jetzt? Oh Mann, du sollst ja nicht jetzt... Ach, sehe ich nur ausprobieren gerade. Ich will nur wissen, was passiert, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt schieße. Ach, das geht gar nicht. Das geht nicht. Deswegen ging es nicht. Ja, wie soll ich die Piranhas da besiegen? Sagt mir erstmal einer. Gar nicht. Danke. Danke für nichts. Das ist echt problematisch. In meinen Augen ist nur das, was ich... Ach nee, das geht auch nicht. Mann, das ist voll einfach, wenn man nicht die 100% macht. Aber so, mit 100%, ne. Geht auch vorne und hinten nicht. Wobei es an sich gar nicht mal so bad ist, wenn ich jetzt hier... Ja, da gibt's aber noch die, ja. Dann wieder runterrutschen. Oh mein Gott, dann könnte ich hier runterrutschen. Zack. Aber diese Mario-Münze zu kriegen ist so brutal. Das ist wirklich brutal. Vielleicht so.
die besiegen, runterrutschen, dann mit der Kanone. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Die Idee ist gut. Sehr, sehr gut sogar. Probieren wir es nochmal. Die Idee gefällt mir sehr, 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 sehr gut, Freunde. Zack. Mhm, hoch da. Jetzt erstmal wieder nach links. Die Pflanzen weghauen. Alles klar. Laden zumachen. Jetzt hier schön drehen. So, jetzt sind die weggeballert. Ja, so kann man sie tatsächlich besiegen. Bitte hier hoch. Ja, die letzte Münze mitnehmen. Runterrutschen nach da. Ja, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es vor. Ach nee, die kann ich erst gleich bauen. Ja, war okay. War gut. Schöner Level. Schwierigkeitsgrad war da. War doch ein bisschen Rätsel. Das war ein klasse Level. Hat mir gefallen. Geschicklichkeitslevel und ein bisschen Rätsel kombiniert. Sehr klasse. Ich fand ihn gut. So, einen gibt's noch in diesem Part. B12. B12. Das ist mal so eine Geschichte. Da bin ich immer am schlechtesten drin bei diesen Levelarten. Schön bei diesen Levelarten ist, ich weiß, mit wem ich anfangen muss, nicht mit Mario. Das Problem ist, ich könnte hier schon wieder in diese Röhre rein und naja. Ich glaube, es ist sogar das Richtige. Das bedeutet, man muss es so machen. Dann rutscht er hier, geht in die Röhre. Boom. Komme ich nicht hier raus? Kann ich die alle befreien? Alle. Zack, befreit. Dann muss ich hier runterrutschen in diese Röhre. Oder auch nicht. Ich glaube, ich nehme lieber oder auch nicht. Aber das würde bedeuten, dass ich hier in. Guck mal, dann kann ich immer noch in die Röhre von links gehen. Dann müssen die Röhre, glaube ich, von rechts gehen. Oh, ich mache erst den Toad. Ich esse Toad mal. Kann ich die Münze mitnehmen? Will hier runterplumpsen. Pauline könnte ich mitnehmen. Zack. Easy. Dann könnte ich Peach befreien. Oh Gott, das Level, da muss ich auch wieder mehr überlegen, Freunde. Hier habe ich keinen Durchblick. Ich hasse diese Art von Levelarten. Ich denke, mit Toad sind wir erstmal am besten da. Das kann weg. Das würde bedeuten, dass wir jetzt hier erstmal hierhin gelangen. Ist die Frage, wollen wir dann in der Röhre oder. Ja. Mal sie dann befreien oder. Eben in die besagte Röhre. Dann befreien sie. Ja. Probieren wir es mal. Alles klar. Runterrutschen. Mach ich mal erstmal weg. Wer weiß. So, was jetzt? Ist doch wieder nix, oder? Will doch nicht. Ja, das kannst du vergessen. Da hätte ich den Block entfernen müssen, dass Mario schon ein Tor ist. Denke, das wäre besser gewesen. Probieren, 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 Freunde. Für dieses Level habe ich kein Rezept. Bin ich ganz ehrlich, ich bin hier am Verzweifeln. Ich habe lange überlegt und bin zu keiner Lösung gekommen. Ein sehr schwerer Level. Sieht jeder Blinde. Dass dieses Level eine andere Liga ist. Wirklich. So, der Toad, der dreht jetzt um. Ja, aber den Mario kriege ich nicht nach unten.
krieg den Mario nicht nach unten. Na gut, den krieg ich ihn halt nicht nach unten, hab ich recht gehabt. Gehen die jetzt eben halt alle zusammen jetzt erstmal irgendwo hin. Wäre sinnvoll, die Peach jetzt zu befreien. Wenn das da möglich ist. Oder auch nicht. Doch, die drehen jetzt hier ihre Runde. Nein, die Peach, dann wäre hier die Röhre. Die würde ich dann da oben hin pflanzen. Dann wäre die Pauline auch schon mal zu Hause, oder? Wenn ich das hier mache, dann müssen wir nur mit dem Mario ins Haus bringen. Ah, das hätte man bestimmt schon irgendwie regeln können. Ich weiß nicht, wie ich den Mario jetzt ins Haus kriege. Sorry, Freund, ich weiß es nicht. So wahrscheinlich, ja. Naja, ja. Der rutscht jetzt da runter, ob es zeitlich reicht. Wow, dass ich das jetzt so schnell hingekriegt habe. Nein, nein, das geht doch auch nicht. Das geht doch auch vorne und hinten nicht. Seht ihr das? Ich hab's doch nicht hingekriegt, Freunde. Das ist, wenn man so ein großes Klapper hat, wenn man so ein Wichser ist wie ich, ey. Wie soll das gehen mit dem Mario? Ich verstehe es ja voll und ganz. Aber mit dem Mario? Kein Plan. Kein fucking Plan. Muss ich mir nochmal genau angucken. Wir müssen hier irgendwie einen Block entfernt, der runterpurzelt. Schlimmstenfalls muss ich die erst in ihrer scheiß Kapsel lassen, weil das wäre die einzige Lösung, wie man den Mario schnell da reinbuxieren könnte. Probieren wir es mal aus. Rutschi rutsch, rein mit dir. Ja, hier sollten wir uns beeilen. Sollen wir es rechtzeitig hier hinpflanzen. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? So. Ist das eine Idee? Ja, ist eine Idee. Jetzt nur hier war ich leider jetzt nicht schnell genug. Ah, es war so gut. Es war so gut. So fucking gut. Dann einfach so machen, wie ich es eben gemacht habe und dann hat man's. Einfach den Block unter Marios Füßen quasi wegziehen. Das so von den Fickern gedacht ist, ja wahrscheinlich schon, ne? Wie soll man sonst lösen? Probieren wir das noch einmal. Bloß jetzt diese Blöcke hier entfernen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Röhre, Röhre. Alles klar. Ja, die geht ja erst nach da. Bringt den Toad schon mal ins Häuschen. Dann holen wir die Peach. Die muss da rausgesetzt werden, weil dann bringen wir die Pauline auch schon mal nach Hause. Und die Peach, die fällt dann hier runter in diese Röhre. Dann bauen wir hier einfach nur eine Röhre hin. Und dann passt es da, oder? Müsste. Jo, ging eigentlich. Wie eigentlich jedes Level geht, ne? Nur ein bisschen überlegen. Jo. That's it. War eigentlich ganz cool. Aber ich meine, dass das Gold ist, war eigentlich relativ fix. Gut, nein, das will ich nicht mehr machen. Der Part ist beendet. 4 Level haben wir ja schon gelöst wieder. B13 nächstes Part, das heißt, wir sind wieder eigentlich in der letzten Welt angekommen, weil das ist wieder die Space Welt. Oh mein Gott, das sieht auch wieder kompliziert aus. Gut, Freunde. Das war's. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen.